Erster Ballbesitz für die Hagner mit Janik Krauser. Vorhanden auf McKenzie. Der geht gut zum Korb und die ersten Punkte gehören Phoenix Sack. JJ Mann. Guter Pass von Graves auf Krimmer. Das umzusetzen, was Chris Harris in der Auszeit gesagt hat, aber der Ball lief sehr, sehr gut. Und sie hatten ja auch viel Zeit mit zwei Offensiv-Rebounds. Und jetzt ist er drin. Und was Hagen liebt, ist ein Dreier, der vielleicht auch nicht immer so ein Bilderbuch-Dreier ist, wenn er dann doch reingeht. Und jetzt hat man hier einen Ballgewinn. Und da kocht die Stimmung schon wieder ganz anders. So. Jetzt geht's. Also der Knoten scheint definitiv geplatzt zu sein. Und wieder bissig verteidigt von Krause. Da muss Sirbis aushelfen, der hier auch den Ball super serviert bekommt von Graves. Und das schön umsetzt. Krause, der kann es auch in der Offensive, wie er schon gezeigt hat. Freut mich auch, dass er im zweiten Viertel draufbleiben darf und jetzt hier sogar den Dreier einstreut. Christi Krause. Ja, muss er nehmen. Muss er nehmen. Ist ein ganz klares Mismatch. Kurz am Ball ist oder wenn es irgendwo noch mal das Stören ist. Das war super gespielt auf Vorhennen. Haken zum ersten Mal in Führung seit dem 4:2. Wow. Wow. Gut weggeschnappt. Und nimmt direkt die ganze Halle mit. Lennart Bohner, da haben wir ihn jetzt auch scharf. Also da konzentriert sich jetzt deutlich mehr auf zwei Spieler als bei den Hagnern. Muss Krause stärker verteilt gegen drei Trierer den Rebound geholt. Fantastisch. Und jetzt vielleicht wieder für drei. Christi Krause. Was ist mit dem Jungen heute los? Sehr weit hoch. Ja, natürlich ist er auch eine interessante Station, um den Block zu stellen. Und der passt noch wirklich in letzter Sekunde, der Buzzerbeater von Graves. Wahnsinn. War schon eine starke Sequenz von Trier und JJ Mann, der ja auch auf dem Feld war, hat da offensiv gar nicht so viel dazu beigetragen. Jetzt aber der Turnover. Krauser mit wahnsinnigem Tempo, gut abgelegt auf McKenzie. Nochmal Krauser. Wahnsinnig gut gemacht. Ich würde vielleicht jetzt einfach mal ganz klassisch sagen, warum nicht ein einfaches Post-Up-Game, warum nicht einfach ein Two-Man-Game. Ball reinspielen. Batschak probiert es nochmal und diesmal hat er Erfolg. Marco Batschak für drei. Schön, schöner Laufweg, wenn der Mitspieler über die Mitte geht. Boah, ja. Martin Linsen zeigt seine ganze Kraft. Und wir haben jetzt wieder alles auf Anfang, 56-56. Boah, stark. Ja, und dann kommen solche Dinger mal dabei raus. Wow. Ganz trockener Dreier von Giussi. Auch der Gruß an die eigenen Fans. Ja, Hagen kann nicht ganz ausspielen hier den letzten Angriff für sie. Snyder mit dem guten Move. Wow. Oh, und dann bleibt der Ball oben an der Hallendecke hängen. Auch natürlich um Prestige. Es ist hier ein Duell zweier Spitzenteams. Wohin? Da sind die ersten Punkte im Schlussviertel und sie gehören Phoenix Haag. Und ich muss einfach sagen, ich bin bei weitem nicht so erfahren wie der Coach und ich bin auch bei weitem nicht so ausgebildet wie der Coach. Aber man muss jetzt einfach feststellen, dass dieser Spielstil nicht erfolgreich ist und muss taktische Umstellungen vornehmen. Und jetzt hat JJ Mann eben nicht die Situation in der Mannschaft, dass er derjenige ist, der dann die Bälle bekommt und dann einfach einen frechen Dreier nimmt. Und Snyder im Fast Break. Wahnsinn, Stimmung in der Halle. Boah. Alles wirklich eher von Unsicherheit geprägt. Jetzt sind noch 5 Sekunden zu spielen. Und der starke Block von Ule Bau. Ball für Hagen. Wow, schau dir hier die Halle an. Snyder schwierig gegen Sirbis und er trifft tatsächlich. Frech und stark gegen Sirbis. Aber das kriegt man, glaube ich, aus Centern nicht raus. Die wollen natürlich auch alles geben in der Verteidigung. Und Yakchali trifft den freien Dreier und bringt sein Team wieder in Führung. 70-69, Chris Harris nimmt die Auszeit.
Und es kann jetzt wirklich alles passieren. Schöne Spielzeit übrigens wieder für Krause. Schön, dass er, ja, Schneider zeigt sehr, sehr viel Mut. Ball läuft gut bei den Hagenern. Sie haben ja auch erstmal keine Eile. Aber ein erfolgreicher Wurf wäre natürlich wichtig. Ja. Und da kommt er von Tyler Schneider. Sie lassen ja, Hagen die Uhr, soweit es geht, runterspielen. Krause ist es, der den... Ja! Wow! Und da explodiert hier bei uns auch alles. Also da fallen mir auch die Ohren ab. War ich nicht. Und das war's. Phoenix Hagen schlägt die Römerstrom Gladiators hier 76-70. Die Esche rastet aus. Wahnsinn.